das am 26.04.2018 in Schleswig-Holstein in Kraft getreten ist, liegt uns nun das zweite Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes der Landesregierung zur Beratung vor. Mit der dritten Reformstufe, das wurde schon erwähnt, des Bundesteilhabegesetzes wird ab 2020 die Trennung von Fachleistungen und der Eingliederungshilfe und von den existenzsichernden Leistungen umgesetzt werden. Dieses Vorhaben führt bei vielen Menschen, die bisher auf Leistungen der Eingliederungshilfe angewiesen waren, und bei den Angehörigen von Menschen mit Behinderung zu Sorgen und Befürchtungen. In diesem Prozess erweist es sich als richtig und gut, dass wir mit dem ersten Teilhabestärkungsgesetz die Beteiligung und Mitwirkungsrechte der Menschen mit Behinderung gestärkt haben. Die Einrichtung des Landesbeirates zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung und seine Beteiligung an den Verhandlungen, zum Beispiel auch zum Landesrahmenvertrag, sind eine angemessene Form des zentralen Grundsatzes der UN-Behindertenrechtskonvention, nicht ohne uns, über uns. Für die Weiterentwicklung der Strukturen der Eingliederungshilfe in Schleswig-Holstein wurde mit dem ersten Teilhabestärkungsgesetz eine Arbeitsgemeinschaft eingerichtet. Darin sind auch Menschen mit Behinderung beteiligt. Nun wird im vorliegenden Gesetzentwurf diese Arbeitsgemeinschaft aber neu definiert. Sie wird im Grunde genommen durch eine neue Arbeitsgemeinschaft abgelöst. Allerdings werden der neuen Arbeitsgemeinschaft im Gesetzestext keine konkreten Aufgaben mehr zugeschrieben. Das sieht für mich eher nach einem zahnlosen Tiger aus, mit dem Beteiligung, ja, man könnte auch sagen, vorgegaukelt wird. Andere Bundesländer sind da viel konkreter. So haben wir die Befürchtung, dass alles wieder dem Steuerungskreis der Eingliederungshilfe überlassen wird, wo Menschen mit Behinderung nicht beteiligt sind. Und zur Beteiligung muss ich auch noch anmerken und will ich auch noch anmerken, dass es ein Unding ist, dass Menschen mit Behinderung sich nur auf eigene Kosten in den Landesgremien beteiligen können. Nicht einmal Reisekosten oder Auslagen werden erstattet. Diese negative Konkretisierung findet sich jetzt im aktuellen Gesetzesentwurf. Das ist für mich keine Stärkung der Beteiligung, wo wir doch wissen, dass Menschen mit Behinderung nicht gerade die einkommensstärkste Gruppe in unserer Gesellschaft sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Schleswig-Holstein sind noch viele Fragen offen, zum Beispiel die Bedarfsermittlungsinstrumente. Hier kommt es darauf an, landesweit einheitliche Standards zu schaffen. Und dies sollte auch in einem Gesetz festgeschrieben werden, damit es bei der Umstellung der Leistungen nicht zu Qualitätseinbußen und zu Verschlechterung der Leistung für die Menschen mit Behinderung kommt. Bei der Umsetzung der Förderung von Arbeit für Menschen mit Behinderung sind die Regelungen noch gänzlich vage. Im Rahmen des Budgets für Arbeit ist nicht mal festgelegt, welche Förderhöhen dann durch Landesbeteiligung erbracht werden sollten. Hier bedarf es also größerer Klarheit und Verlässlichkeit für die Menschen mit Behinderung. Auch die Regelungen zum Thema andere Leistungsanbieter sind nicht ausreichend präzise, beziehungsweise führen nicht dazu, die Sorgen und Befürchtungen der Menschen mit Behinderung und ihrer Angehörigen über den Fortbestand und die Sicherung ihrer bisherigen Arbeitsplätze und Wohnformen zu zerstreuen. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Prozess zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Schleswig-Holstein eher schleppend und langsam vorankommt. Dies ist keine gute Voraussetzung für einen erfolgreichen Reformprozess. Darum bleiben die Eckpunkte zur Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen für Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein bestehen. Es bedarf nachvollziehbarer Standards, um die Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung zu stärken. Es muss ein verlässlicher Rahmen geschaffen werden, damit einheitliche Lebensbedingungen und einheitliche Leistungsgewährungen in ganz Schleswig-Holstein für Menschen mit Behinderung umgesetzt werden. Hierzu müssen die Menschen mit Behinderung selbst sowohl in die Verfahren als auch in die Bedarfsermittlung einbezogen werden. Es darf nicht vom Wohnort abhängen, ob Menschen mit Behinderung Zugang zu bestimmten Leistungen haben. Wir brauchen in Schleswig-Holstein ein flächendeckendes,
qualitativ hochwertiges und ausfinanziertes Angebot, damit Menschen mit Behinderung ihr Wunsch- und Wahlrecht wahrnehmen können und in ihrer Teilhabe und Selbstbestimmung gestärkt werden. Und deswegen werden wir im Sozialausschuss dieses auch noch verstärkt in diese Richtung diskutieren.